Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Mario Kart 8 Deluxe News. Was geht ab, hey, na? Ah, Leute, die Schule ist wieder losgegangen. Und zwar, wenn ihr dieses Video hier seht, genau gestern, am Montag bei mir, ist die Schule wieder losgegangen. Mein letztes Schuljahr erwartet mich. Und ja, das startet schon mal relativ super. Mein Stundenplan und so ist alles super. Ja, also da muss ich mich überhaupt nicht beschweren. Über den Stundenplan kann ich mich wirklich nicht beschweren. Ja. Also da kann ich wirklich gar nichts sagen. Ansonsten, über was ich durchaus was sagen kann. Ich meine, ich kann euch den Stundenplan ja mal ganz kurz sagen. So, Montag habe ich 6 Stunden Schule. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag habe ich 10 Stunden Schule und am Freitag dann wieder 6 Stunden Schule. Wobei am Dienstag jede zweite Woche 10 Stunden sind und jede zweite Woche 5 Stunden. Also das ist so ein Fach, wo wir am Nachmittag in 2 Gruppen aufgeteilt sind. Die eine Gruppe hat halt mal die Woche und die andere Gruppe hat das dann die andere Woche. Genau. Soweit, so gut. Bin sehr zufrieden mit dem Stundenplan. Könnte echt nicht besser sein. Und ja, was mich aber derzeit so ein bisschen belastet und was sich auch ein bisschen negativ auf den Kanal auswirkt, ist halt einfach die Matura. Die ist nächste Woche Dienstag. Und wenn ich mir den Uploadplan so anschaue, ja, sieht derzeit noch ganz okay aus. Aber ich sag's euch gleich schon mal, ich glaube nicht, dass ich den Uploadplan so beibehalten werde. Ich werde diesen Uploadplan wahrscheinlich, ja, im Laufe der Zeit relativ oft ändern, je nachdem, wie ich es zeitlich hinbekomme. Das wird eine richtig spontane Sache bis nächste Woche Dienstag, also jetzt circa eine Woche lang, wie ich es zeitlich halt schaffe zu lernen und Videos zu machen. Lego City Undercover war im Endeffekt betrachtet jetzt nicht die beste Entscheidung, weil, naja, Lego City Undercover ja doch ziemlich viel Zeit frisst. Und ja, ist halt problematisch. Ich kann ja mal kurz den Uploadplan für nächste Woche auch aufklappen und darüber kurz reden mit euch. Also wenn ich mir den Uploadplan von dieser Woche und nächste Woche mal anschaue, dann ist es halt so, dass ich derzeit, ja, hier am heutigen Tag Mario Kart sehe. Dann morgen eine Folge Super Mario Maker Online, aber in Streamform. Also nicht in Videoform, weil es einfach in Streamform um einiges zeitunaufwendiger ist, sage ich jetzt mal. Dann Donnerstag und Freitag eine Folge Lego City Undercover jeweils. Am Samstag wollte ich eigentlich Minecraft Minigames bringen, aber Nee, schaffe ich derzeit einfach nicht. Ich habe zwar derzeit tatsächlich, ich habe mich in der Zwischenzeit darum gekümmert, dass ich auch trotzdem, auch wenn jetzt wieder Schule ist, noch immer aufwendige Videos bringen kann. Dazu habe ich jetzt mir ein paar Cutter organisiert, ja, die das so mehr oder weniger freiwillig machen. Was ich richtig korrekt von denen finde, Sala ist unter anderem einer, Chris, also Chris Offs ist unter anderem einer. Und noch jemand anderer hat mich über Twitter kontaktiert. Ich glaube nicht, dass man den jetzt irgendwie kennt, aber Chris Offs und Sala kennt man ja schon durch Best Offs, also die können schneiden und da werde ich auf jeden Fall schauen, dass ich da so schnell wie möglich das organisiere, dass ich halt einfach die Rohaufnahmen denen schicke und die zaubern da draußen ein tolles Video. Und wenn die das machen, natürlich werden die dann in eine Form der Gegenleistung bekommen. Ich meine, sie werden jetzt nicht irgendwie 100 Euro pro Video bekommen. Das ist halt einfach nicht in meinem finanziellen Rahmen. Aber irgendeine Gegenleistung werden die im Laufe der Zeit auf jeden Fall dafür kriegen. Das ist auf jeden Fall sicher. Ja. Da würde ich mich sonst schlecht fühlen. Ansonsten, jo, also gecuttete Videos, lasst euch bitte noch ein bisschen Zeit. Derzeit kommen eher so etwas unaufwendigere Videos, muss ich leider so sagen, wie es ist. Ist schade, aber naja. Aber dann nach der Matura versuche ich das alles zu organisieren, dass die Dudes da was cutten können für mich. Und ja, vielleicht streame ich auch ab und zu mal eine Folge Lego City Undercover. Ja, ich meine, wäre auch eine Möglichkeit. Was würdet ihr davon halten, Leute? Eine Folge Lego City Undercover Stream anstatt aufzunehmen? Ich meine, dann ist halt alles nicht so schön kompakt zusammengefasst. Aber dann ist es halt mal so ein 1-Stunden-Livestream, wo ich halt ein Gebiet abschließe. Wäre auch eine Möglichkeit, wenn ich es zeitlich nicht anders schaffe, oder? Weiß ich nicht. Was würdet ihr sagen? Ja, ich habe noch keine Ahnung, wie ich das Ganze managen werde mit den Videos. Derzeit habe ich noch relativ viel Lego City Undercover eingeplant, muss ich so sagen, wie es ist. Es kommt aber ganz darauf an, wie ich mit dem Zeitmanagement am Wochenende zurechtkomme.
Derzeit ist, vielleicht mache ich auch mal einen Tag ohne Video. Ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Ich weiß es nicht. Oder ob ich irgendein unaufwendiges Video machen soll, aber ich wüsste nicht was. Ich wüsste nicht, was für ein Video nicht so viel Zeit kosten würde, wo ich mich 15 Minuten hinsetze und dann ist fertig, ja. Ich meine, keine Ahnung. Mario Kart Wii als Themenprojekt hätte sich natürlich geeignet, aber das lohnt sich jetzt auch nicht mehr, das zu machen. Ja. Für Ende des Jahres, wenn ich wieder Matura habe, beziehungsweise Ende des Jahres, Ende des Schuljahres, Mitte des normalen Jahres, des Kalenderjahres, weiß ich dann auf jeden Fall besser Bescheid, was ich machen muss. Ne, keine Frage. Ja. Ich sag's euch, wie es ist. Das wird eine spontane Sache. Behaltet den Uploadplan im Blick. Vielleicht findet ihr sogar mal einen Tag ohne Video. Es wäre eine Premiere. Es wäre eine Premiere. Ja. Aber gut. So wie es ist, so ist es. Und die Schule hat halt Vorrang. Und nur wenn ich sagen kann, ich bin zufrieden damit, was ich bisher so gelernt habe, und ich fühle mich sicher damit, was ich gelernt habe, dann kann ich auch sagen, okay, YouTube. Weil es ist noch immer so, ich bekomme das derzeit einfach nicht in den Griff, dass ich immer wieder so sage, ich muss was für die Diplomarbeit machen, ich muss was für die Matura machen, ich muss was für YouTube machen, ich bekomme es noch immer nicht in den Griff und ich bin sau unproduktiv. Ich hoffe, das regelt sich jetzt, dadurch, dass ich jetzt wieder Schule habe, dass ich da wirklich wieder, ja, ich erwische mir einfach selber oft genug dabei, wie ich dann einfach wieder auf YouTube gehe und Videos schaue. In der Zeit könnte ich halt lernen oder ich könnte YouTube-Videos machen, aber ich weiß nicht, mein Gehirn hat einfach keinen Bock drauf, 24/7 produktiv zu sein. Es funktioniert nicht. Keine Ahnung. Also muss ich mal schauen, wie ich das mache. Ja. Ja. Wir werden sehen, was da so passieren wird nächste Woche. Wie gesagt, die Matura ist am Dienstag. Wenn die nächste Mario Kart Folge kommt, habe ich die Matura hinter mir. Und ich hoffe, es ist positiv gelaufen. Ja. Genau. Was anderes kann ich nicht sagen. Oh, Mensch. Ach Leute, ach Leute. Eieieiei, diese Stimmung. Was ich natürlich auch machen könnte, ist einfach ein paar Let's Shows raushauen. Zum Beispiel. Ja, was wird sich denn eignen? Ja, keine Ahnung, die neuen Super Nintendo Spiele. Einfach zu ein paar Games davon ein Let's Show oder so laden. Ich weiß es nicht, ja. Schreibt mir da gerne eure Meinung in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Am Samstag zum Beispiel kommt ja die Try Not To Love Challenge, was ja unter anderem eine Bestrafung vom 4. Ripstream ist. Kommt da relativ gelegen. Solche Videos sind nicht besonders aufwendig und unterhalten trotzdem meistens ganz gut. Ne? Und deshalb glaube ich, ist das eine ganz gute Sache. Aber ich kann natürlich nicht 10 Try Not To Love Videos bringen. Das ist auch ein bisschen weird. Ja, oder einfach so ein Let's Show, wo ich 15 Minuten Super Mario World spiele. Relativ uncut eigentlich. So wie das Let's Show von Super Kirby Clash ja auch war. Das war auch relativ uncut. Aber hat sich ja auch keiner so beschwert, ne? Und wenn ihr da nichts dagegen habt, kann ich zum Beispiel auch sowas machen. Ja, ich meine, Lego City Undercover wird gezwungenermaßen in den Bereich von Link's Awakening reinfallen. Aber dadurch, dass Link's Awakening ein sehr, sehr klassisches Let's Play wird und eher weniger, sage ich jetzt mal, gecuttet sein wird oder irgendwas, weil ich schätze, Link's Awakening wird wirklich so 15 Minuten aufnehmen oder 20 Minuten aufnehmen, 15 Minuten Folge, so im schlechtesten Fall. Sowas wird Link's Awakening höchstwahrscheinlich. Und deshalb, Link's Awakening wird wieder chilliger und da werde ich einfach ab und zu mal nebenbei einen Lego City Undercover Part droppen. Ja, so werde ich das machen. Da ist dann ja auch wieder einiges an Druck raus, wenn ich die Matura hinter mir habe. Also die lastet schon sehr auf mir, muss ich sagen. Extrem. Merkt man wahrscheinlich auch. Ich bin irgendwie so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich bin ganz weird drauf, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob man es in den Videos merkt, aber ich bin so ultra hibbelig irgendwie. Weil mich stresst das. Mich stresst das. Ich könnte natürlich sagen, man zieht ja so Kärtchen, ne? Zwei Kärtchen zieht man dann. Und da gibt es 5 Themenpools in Geschichte, 5 Themenpools in Geografie. Und dann kann ich mir einen aussuchen. Ich kann natürlich jetzt auch sagen, ich lerne nur Geografie. Ist um einiges weniger. Und ich finde Geografie persönlich verständlicher. Aber dann ist das Problem,
Ich könnte auch einfach zweimal Geschichte ziehen, hab dafür so gut wie gar nichts gelernt und kack voll rein. Das wäre halt auch richtig belastend. Das ist ein kompletter Brainfuck, Alter. Es belastet mich. Also schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Folgen Lego City Undercover streamen. Oder... ja, oder Let's Shows zu irgendwelchen Super Nintendo Games oder keine Ahnung was, ja. Ich meine, wenn man hier mal kurz, ich meine, wir sind ja hier chillig unterwegs, kann man ja mal ganz kurz hier in dieses Super Nintendo Entertainment System reinschauen. Da kurz Einspieler, da Kirby zum Beispiel gibt's natürlich auch noch, oder Yoshi's Island, selbstverständlich Yoshi's Island, Super Mario Kart würde sich eignen. Legend of Zelda, A Link to the Past. Und da, das wären schon genug Let's-Shows, ja. Also, dass man da ein bisschen die Zeit überbrückt. Dass trotzdem jeden Tag ein Video kommt, aber es für mich extrem viel Stress rausnimmt. Dann mal wieder zwischendurch einfach eine Stunde Lego City Undercover streamen, im Gegensatz zu eine Stunde aufnehmen, schneiden, rendern, hochladen. Ja, whatever, ne? Leute, ihr kennt euch aus, was ich meine. Oder noch etwas, was mir gerade eingefallen ist. Ich könnte auch, ja, so als Überbrückungszeit ein paar Folgen Tetris 99 wiederbringen, so zurückbringen, das Format, für ein paar Folgen, da ja jetzt dieses 2.0 Update kam. Das würde auch gehen. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr da drauf Lust hättet. Gut, jetzt habe ich aber lang genug gelabert. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Danke für euer Verständnis.